Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, lange ist her, dass ich mich auf diesem Kanal gemeldet habe. Aber ja, es geht weiter. Ich habe jetzt lange Zeit hier nichts gemacht. Ja, wie das eben so ist, im Sommer macht man halt eben nicht so viel Bastelkram und, obwohl nichtsdestotrotz waren wir natürlich einkaufen und wir waren trotzdem immer bei Action und haben auch immer mal ab und zu mal was geholt. Aber ich habe dazu kein Video gemacht und nichts und deswegen kommt jetzt mal ein etwas längeres Video, weil ich hier doch schon Sachen habe, die sich recht lange, ja, hier rumhertreiben. So, da haben wir zu dem einen, habe ich mir hier ein paar dieser kleinen Stempelkissen mal geholt. Was jetzt der Preis ist, kann ich euch leider nicht sagen, da ich die ganzen Einkaufszettel nicht mehr habe. Ich habe mir des Weiteren auch hier noch, ja, solche Stempelvorlagen geholt. Die gab es bei Action. Ich habe mir solche geholt. Diese Zahlen, die gab es auch mal bei Action. Ob es die immer noch gibt, weiß ich nicht. Kann aber möglich sein. Genauso wie diese. Diese hier, ja, zum Beschriften von Karten und hier für Geburtstagskarten mit so einem kleinen, mit so einer kleinen Stanze drin. Ja, ich habe immer noch nicht so eine Stanze. Ich habe aber gesehen, bei uns im Teddy haben sie jetzt, glaube, für 30 Euro oder was, haben sie diese Kurbelmaschine. Ob ich mir die holen werde, weiß ich aber noch nicht. Ich habe mir hier mal so ein Kartenset mal wieder mitgebracht. Und was ich mir auch mitgebracht habe, das ist aber nicht von Teddy, das ist von, Quatsch, das ist nicht von Action, sondern das ist hier von Teddy. Und zwar habe ich mir hier so Schaumstoffbögen mal mitgebracht. Und zwar wollte ich da mal testen, wie das ist mit so, ja, Druckschablonen, sage ich mal, wo man jetzt halt eben mit einer CD-Hülle sich so eine Stempelschablone machen kann. Wollte ich mal testen. Ja, dann habe ich hier, bei Teddy war das auch Happy New Year, aber für 10 Cent, aber ich sollte meinen, die Dinger waren leer, hatten sie, glaube, rausstibitzt. Genauso wie ich hier dieses für 10 Cent gekauft habe, das sollte original 5,95 Euro kosten, mit so kleinen Kärtchen drin. Ehrlich gesagt, für 5,95 hätte ich mir das nicht geholt, aber so, ja, kann man das mal mitnehmen. Ja. Dann habe ich des Weiteren, habe ich von Teddy mir auch noch, ja, so, das ist eigentlich für Fondant Modellierwerkzeug geholt. Ich will das auch mal ausprobieren mit der Knete. Will ich auch mal schauen, wie das ist. Ich habe mir hier so ein paar, ja, Tupferwerkzeug oder Paintbrush geholt. Einmal hier von, das hier ist jetzt von Action, und dann habe ich das Ganze einmal noch von Teddy, ein Pinselschwämme, wobei mir dieses hier für 1 Euro nicht so zusagt. Das hier bei Action finde ich irgendwie, ja, besser. War auch bei mir
war, glaube ich, unter 1 Euro. Und hier habe ich den 1 Euro für bezahlt. Ja. Des Weiteren habe ich hier so ein paar, ja, Hello Kitty Aufkleber. Ich habe mir hier so ein paar, ja, Micro-LED-Lichterkette geholt. Und was ich auch noch unbedingt brauchte, das war hier so eine Klebepistole. Ich habe zwar eine Klebepistole, aber das ist so eine, wo man den Klebestift hier unten reinschiebt und dann per Hand nachdrücken muss. Und wenn man dann irgendwas macht, irgendwie ein bisschen, ja, suboptimal, sage ich mal, da finde ich die hier, wo man die wie so eine Pistole so zack, zack, zack nachschieben kann, diese Plastikklebestreifen, finde ich diese Pistolen hier schon wesentlich besser. Ja, was habe ich mir noch geholt? Ich habe mir noch hier so ein, ja, Stempelkissen geholt mit so ein paar Stempeln drauf. Ja, Cupcakes, Luftballon, wieder Schriftzeichen und. Habe ich mir mitgenommen. Was habe ich noch mitgenommen? Ja, was ist noch? Ja, dann habe ich mir hier, das ist noch gar nicht mehr so lange her, so ein bisschen, ja, Bastelschnee mitgenommen, weil ich da auch was vorhabe. Und zwar habe ich mir hier auch, ja, so einen kleinen Indoor-Deko habe ich mir geholt. Da habe ich einmal das. Was habe ich da noch? Da habe ich hier einmal den Weihnachtsmann mit dem Schlitten, habe ich mir auch noch dazu geholt. Ja, und dann habe ich dieses Diamond Painting. Das ist aber allerdings das für meine Frau. Das macht meine Frau gerne. Das war sehr, sehr günstig. Die kosten hier bei AliExpress, das sind 40x40, also kosten da schon, sage ich mal, 5 Euro, 6 Euro, so in dem Dreh. Die hier haben, glaube ich, 3,95 oder 4 oder 5 Euro gekostet. Für den Preis hat sie sich 6 Stück mitgenommen. So. Die zwei habe ich jetzt hier zum Zeigen bekommen. Ja, was habe ich mir noch geholt? Ich habe mir zu Weihnachten zum Dekorieren habe ich mir hier so ein paar LED-Lampen geholt. Hier habe ich so kleine Weihnachtsmänner als Lampen geholt. Das ist jetzt speziell für Weihnachten. Ja, dann habe ich hier solche weihnachtlichen Stempelkissen mit Stanzen geholt. Alles jetzt zwecks winterlich, weihnachtlich. Das waren auch, glaube ich, ich sage mal so, zwischen 1 Euro und 2 Euro kostet dieses Set. Kann ich nicht genau sagen, wie viel es kostet. Ja. Dann habe ich mir, wie gesagt, noch hier von der Modellier-Knete ein bisschen was mitgenommen. Weil das möchte ich jetzt auch mal ausprobieren. Ich habe dann noch hier ein, ja, was ist das? Ein Kreisschneider habe ich mir dann noch mitgenommen. Und
was ich natürlich auch mal ausprobieren möchte, das ist hier so ein Perlenset, wo man so Ketten selber machen kann. Möchte ich auch mal ausprobieren, wie das ist. Ob das was für mich ist, weiß ich nicht. Werden wir sehen. Dies habe ich mir mitgenommen, auch in zweifacher Ausführung. Meine Frau hat sich noch hier so ein paar Scheren mitgenommen. Dann habe ich noch, ja, noch mal hier so ein Stempelset, Single Bells, halt eben weihnachtlich, das mitgenommen. Und dann habe ich mir hier so einen schönen Block noch mitgenommen, fand den sehr interessant, auch so, ja, weihnachtlich gehalten. Da kann man garantiert was Schönes draus machen. Ich habe hier noch so ein paar Papiere mitgenommen. Sonnenblock habe ich noch mitgenommen. Und ich habe noch ein Bastelkleber mitgenommen. Ja, dann habe ich hier hinten noch, ich weiß jetzt nicht, ob ich da jetzt dran komme. Ja, komme ich dran. Ich habe mir hier auch noch mal so einen schönen, ja, Block mitgenommen, mit halt eben so schönen Motiven, jeweils immer drei Stück. Ananas, Blumen, Flamingos und. Das fand ich auch noch sehr schön. Und ich habe mir noch ein paar Blöcke mitgenommen, diese großen. Was sind das? Was steht da drauf? Designblock, ja, 250 Gramm bedruckt. Ich weiß nicht, wie sich die schimpfen. Auf jeden Fall auch hier einmal mit solchen Mustern. Dann habe ich hier einen Block, da fand ich die Muster auch ganz schön. Mehr so, ja, wie nennt man das? Alt. So mit alten Mustern. Dann habe ich mir noch einen weihnachtlichen Block mitgenommen, wo hier Teile zum, ja, rausdrücken sind. Hier so durchsichtiges Papier. Das fand ich auch gar nicht mal so schlecht. Musste ich auch mitnehmen. Genauso wie den hier. Da sind ein paar schöne Muster dabei. Auch hier sind wieder Teile zum Rausdrücken. Stanzvorlagen.
Ja. Und zum Schluss, ja, noch so ein Designer-Block. Und zwar, ja, mit solchen Mustern und Farben hier wieder jetzt gut zu gebrauchen für Weihnachten. Hier kann man so kleine Kärtchen draus bauen. Ja, das ist das, was ich jetzt so in den letzten Wochen mitgebracht habe. Deswegen wollte ich euch das mal zeigen. Also keine Banger. Es kommt vielleicht jetzt auch auf dem Kanal denn des Öfteren mal so ein paar Videos, wo ich irgendwas zusammenbastle. Als erstes vielleicht mal hier so, wie gesagt, möchte ich unbedingt mal ausprobieren mit den Ketten. Das interessiert mich doch sehr. Und ja, ansonsten sage ich erstmal danke fürs Zuschauen, für die Interesse. Und ja, vielleicht sehen wir uns bald wieder hier auf dem Kanal. Würde mich sehr, sehr freuen, wenn der ein oder andere mal wieder dann einschaltet. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.